Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute wieder im Auftrag der über 50-Jährigen. Habe ich wieder was Spannendes für euch, und zwar das Thema Häufigkeit des Trainings in der Woche. So, auch da ist anscheinend noch einiges in Aufklärungsbedarf. Schön, dass ihr mich darauf angesprochen habt. Freut mich, dass ihr natürlich auch entsprechend über die Bemerkungen agiert und mir natürlich auch ein bisschen Feedback gibt, damit ich weiß, was ihr noch an Informationen benötigt. Konstruktive Kritik gab es auch schon. Wunderbar, freut mich. Ich versuche natürlich immer das Beste daraus zu machen. Und heute sind wir beim Zeitmanagement bzw. bei der Häufigkeit des Trainings, ob es jetzt Kraft-Ausdauertraining ist oder Cardio-Training, lassen wir mal dahingestellt. Beides ist ja Training. Also wichtig ist natürlich ganz klar, dass man eine gewisse Trainingshäufigkeit aufweist. Für mich ist das perfekte Training, wenn man in der Woche dreimal Zeit hat, circa 30, aber da kriege ich schon Kopfschmerzen bei 30, 45 bis 60 Minuten. Ein gescheites Training, da ist Ausdauertraining, da ist Warm-up, da ist Cooldown mit dabei, da ist vielleicht noch ein bisschen Stretching mit dabei, da ist vielleicht noch ein bisschen Mobilitätstraining dabei und da ist Krafttraining mit dabei. Tja, das seht ihr schon. Das sind natürlich viele Punkte, die man abhaken sollte, damit es ins Training reinpasst. Und da brauchen wir einfach ein gewisses Grundkontingent an Zeit. So, wenn der eine oder andere jetzt schon aufschreit, aber ich habe doch gar keine Zeit dazu. Wenn man möchte und wenn es eine hohe Priorität hat, dann hat man definitiv auch Zeit dafür. Warum? Weil es für einen selber ist, weil es ein Investment ist in die Zukunft, weil es ein Investment ist in die Gesundheit. Und die Gesundheit ist und bleibt nach wie vor unser höchstes Gut. Wenn wir einen tollen Job haben, wenn wir uns Respekt erarbeiten in den letzten 30 Jahren und wir sind mal nicht mehr gesund, da kommt die nächste Nummer von unten und sagt, jetzt bin ich dran, du bist nicht mehr leistungsfähig, du bringst nicht mehr das, was du bringen solltest, also säge ich deinen Stuhl ab. Und so schnell geht's. Und deswegen ist heutzutage ganz wichtig, dass wir leistungsfähig bleiben, dass wir stressresistent sind. Und da gehört auch dazu, dass man eine gewisse Zeit in seine Gesundheit investiert. Und da sehe ich die dreimal in der Woche 45 bis 60 Minuten als ein optimales Zeitinvestment. Wichtig ist, dass ihr natürlich ein Zeitmanagement betreibt. Dass ihr euch mal anschaut, wie viel Zeit habt ihr überhaupt. Dann so plant, dass diese Trainingseinheiten auch eine hohe Priorität aufweisen. Euch vor euren Terminplaner sitzt und immer so im 2-3 Wochen Intervall plant, wann mache ich Sport. Das muss im Terminkalender drinstehen. Auch wieder ganz wichtig, wer geschäftlich unterwegs ist, wer viel zu tun hat, wer oft nicht weiß, wann er abends nach Hause kommt, ist es ganz gut, wenn er morgens seinen Sport macht. Viele Fitnessstudios haben morgens schon um 6 Uhr auf, manche haben schon 24 Stunden geöffnet. Zu Hause, den Sport zu Hause kann man sowieso machen, wenn man Zeit hat, wenn man am besten Zeit hat, wäre schon mal morgens, weil dann ist es weg. Da kann auch abends in der Business Time, die kann offen sein, dann komme ich erst eher um 20 Uhr nach Hause, 21 Uhr. Da bin ich sicherlich nicht mehr in der Lage, großen Sport zu betreiben, weil es auch kontraproduktiv ist, weil der Körper gerne schlafen würde, sich ausruhen würde. Und dann kommen wir mit Sport, dann machen wir wieder wach, dann schlafen wir schlecht. Auch keine gute Idee, deswegen dann vielleicht auch morgens. Also Freunde, nochmal das Ganze. Wie oft in der Woche? Okay, ich revidiere mich ein bisschen. Zweimal. Ich lasse mich auf zweimal ein, aber zweimal muss sein. Zweimal muss echt sein. Warum? Überlegt doch mal, wie viele Stunden ihr in der Woche sitzt, euch nicht aktiviert, was die Muskelmasse, was die Gelenke anbetrifft, was das Nervsystem in Form von Reaktion, in Form von Mobilität, da wird nichts gemacht. Ihr sitzt auf dem Stuhl, ihr sitzt im Auto. Dann wollt ihr mir weismachen, dass zweimal in der Woche ausreichend ist. Ja, ich gebe mich geschlagen, zweimal ist ein Minimum. Noch besser als dreimal. Wenn ihr es noch ein häufiger machen könnt, absolut tiptop, dann macht es dreimal, vielleicht auch viermal, so wie ihr es erlauben könnt. Wichtig ist jetzt auch, nicht vergessen, ihr solltet nicht in Stress ausarten. Auf gar keinen Fall in Stress ausarten. Wenn es in Stress ausartet, dann ist es kontraproduktiv. Und deswegen empfehle ich auch immer, nehmt euch den Samstag, den Sonntag, da habt ihr einen größeren Zeitrahmen, da könnt ihr besser planen. Dann habt ihr schon mal zwei Tage, wo eben der Zeit- und Terminstress nicht so hoch ist. Dann braucht ihr noch einmal in der Woche einen Termin finden. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag findet sich sicherlich.
Und dann habt ihr dreimal die Woche was für euch getan. Ihr habt investiert in eure Zukunft. Ihr habt investiert in eure Gesundheit. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Haben wir nur einmal. Ne? Wenn der Leistungsträger nicht mehr kann, wird es schwierig. Genau deswegen meine Empfehlung: bleibt am Ball. Hört auf das, was Mr. T euch mitgibt. Warum? Ich habe einfach ganz viel Erfahrung gemacht. Das ist das, was ich hier euch gebe, meine Erfahrung. Das war's, Freunde des Fitnesssportes, Freunde über 50, die sich entschlossen haben, endlich Sport zu machen. Ich finde es geil, ich finde es gut, macht weiter so. Bis bald zum Teil 7. Andreas Friedenbacher, Personal aus Karlsruhe. Deine Fitness, auch über 50, meine Aufgabe.